Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Werken. Unser Leben sei ein Fest, so wie heute an jedem Tag. Unser Leben sei ein Fest, Brot und Wein für unsere Freiheit, Jesu Wort für unsere Wege, Jesu Weg für unser Leben. Unser Leben sei ein Fest, so wie heute an jedem Tag. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Zum Pfingstfest in diesem Jahr heißen wir Sie sehr herzlich willkommen, liebe Mitglieder unserer Gemeinde, liebe Gäste auf diesem Kanal, von wo immer Sie uns auch gerade zuschauen. Wir, das sind die Karmelite Stolleberg und Pfarrer Joachim Hall. Und die Musik kommt heute von unserem Kantor Klaus Möbius. Schön, dass Sie diesen kurzen Gottesdienst mit uns feiern. Lasst uns beten. Gott, du Atem des Lebens, du bist bei uns mit deinem Wort und mit deinem Geist. Du sprichst zu unseren Herzen und zu unseren Gedanken. Lass uns ruhig werden. Lass uns ablegen, was uns zu schwer ist, und lass uns annehmen, was wir nicht loswerden können. Richte uns auf, damit wir verstehen, dass du es gut mit uns meinst und gut mit uns machst. Sei bei uns allen hier in der Gemeinde. Wir bitten deinen Geist herab auf unser Predigen, unser Reden, unser Beten und auch auf unser Schweigen. Gib unseren Gebeten Kraft. Lass uns erkennen, wie viel Gutes du uns für unser Leben gibst. Amen. Und die Pfingsterzählung nach Apostelgeschichte 2 sehen und hören Sie jetzt in einer ganz besonderen Form. Als das Pfingstfest kam, waren alle wieder zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Dann erschien ihnen etwas wie zügelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Sie alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Ganz so, wie ihnen es der Geist eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt. Sie hatten sich hier niedergelassen. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie: Sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Da trat Petrus vor die Menge. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute. Lasst euch erklären, was hier vorgeht, und hört mir gut zu. Gott spricht: Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Es geht um Jesus. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen.
Ihr aber habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Er ist emporgehoben worden, sodass er zur rechten Seite Gottes sitzt. Er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Den hat er über uns ausgegossen. Und genau das ist es, was ihr hier seht und hört. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel: Was sollen wir tun? Petrus antwortete: Ändert euer Leben. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und auch euch den Heiligen Geist schenken. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Herrn, unserem Vater. Amen. Sich einen Namen machen, etwas Großes hinterlassen, das einen selbst überdauert, in Erinnerung bleiben. Diese menschlichen Wünsche sind sicherlich so alt wie die Menschheit selbst. Sie zeigen zum einen, dass wir uns der Endlichkeit unseres Lebens bewusst sind, dies aber nicht einfach so hinnehmen wollen. Wir wollen nicht sterben und dann vergessen werden. Sie zeigen aber auch, dass wir unsere Wichtigkeit überschätzen können. Wir laufen Gefahr, Dinge nicht um ihrer selbst willen zu erschaffen, sondern nur als Zweck, um uns zu verewigen. Von einer solchen Selbstüberschätzung berichtet der heutige Predigttext aus dem ersten Buch Mose, der auf den ersten Blick scheinbar wenig mit Pfingsten zu tun hat. Damals hatten alle Menschen nur eine Sprache, mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Sinar. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander: Kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie: Los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte: Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinandergebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Der menschliche Versuch, den Himmel zu erreichen, wird von Gott verhindert. Er macht ganz klar deutlich, dass es einen Bereich für ihn und einen für die Menschen gibt. Und wir können und sollen nicht versuchen, aus eigener Kraft in sein Reich zu kommen. Und wo sonst als in Babel oder Babylon, wie er auch genannt wird, der Ort, der für seine Sündhaftigkeit berüchtigt ist, woanders könnten die Menschen wohl auf so hochmütige Ideen kommen. Die Menschen im antiken Israel grenzen sich von Babel ab, von der Stadt der großen Heiligtümer anderer Götter, von der Stadt, in der sie lange Jahre im Exil leben mussten, von der Stadt, die ein mächtiges Reich bildete, das ihnen militärisch überlegen war. Jerusalem bildet eine Art Gegenentwurf. Die Stadt soll nicht die Macht eines Reiches verkörpern, sondern dem einen Gott huldigen. Der Jerusalemer Tempel als Gegenentwurf zum Turmbau zu Babel. Gleichzeitig erklärt die Geschichte des Turmbaus zu Babel aber auch ganz pragmatisch, warum es verschiedene Sprachen gibt. Verschiedene Sprachen sind an sich ja erstmal unpraktisch.
Wenn man handelt, wenn man reist, dann stößt man immer wieder auf Menschen, deren Sprache man nicht spricht. Und der Text liefert eine Erklärung dafür. Nicht irgendwelche Menschen sind auf die Idee gekommen, eine neue Sprache einzuführen, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass sich nicht alle verstehen können. Und wenn es um diese verschiedenen Sprachen geht, dann kommt auch wieder Pfingsten in den Blick. Was beim Turmbau zu Babel begann, endet nun. Die Sprache ist kein Hindernis mehr. Alle werden verstanden und alle fühlen sich angesprochen. Das jüdische Zentrum Jerusalem zieht Menschen aus verschiedenen Kulturen an. Von Nordafrika über die arabische Halbinsel bis nach Kleinasien und Südeuropa. In vielen Provinzen des Römischen Reichs leben zur Zeit Jesu jüdische Menschen. Und auch wenn es für den Gottesdienst im Tempel und die Tora eine einheitliche Sprache gibt, so sprechen diese Menschen im Alltag doch viele verschiedene Sprachen. Die Pfingstgeschichte verdeutlicht, was die Botschaft vom Reich Gottes über Israel hinaus in alle Welt getragen wird. Alle Menschen, die Gott über die Welt verstreut hat, können trotzdem dessen Botschaft hören, können seinen Geist empfangen. Und noch etwas verbindet beide Erzählungen. Es wird etwas gebaut. An Pfingsten wird die Kirche gebaut. Nicht als Gebäude aus Lehmziegeln und Asphalt, wie das, in dem ich stehe, sondern als geistige Größe, als Gemeinschaft. Petrus fordert die Menschen auf, sich taufen zu lassen. Hat bislang nur Johannes der Täufer getauft, so öffnet sich dies nun. Die Taufe steht allen offen, die nach der Botschaft Gottes leben wollen. Das alte Leben wird abgelegt, vom Wasser weggespült, wenn man ganz in den Fluss untertaucht. Hinaus kommt ein neuer Mensch, ein Mensch Gottes, einer, der zur Gemeinschaft all derer gehört, die auch getauft wurden. So ist Pfingsten die Geburtsstunde der einen Kirche Gottes, die weder Gebäude noch Institution ist. Es ist die Kirche der geistigen Gemeinschaft aller Getauften. Keiner von uns kann diese Kirche erbauen. Wir können nur den Samen säen und zusehen, wie Gott ihn wachsen lässt. Amen. Allen deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns fort, gib uns allen deinen Geist. Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ziel der Welt, gib uns alle deinen Geist. Gib uns Leben, das im Glauben die Gemeinde hält, gib uns allen deinen Geist. Gib uns allen deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns fort, gib uns allen deinen Geist. Nähr die Kirche alle Glieder stets mit deiner Kraft, gib uns allen deinen Geist. Stärk uns täglich immer wieder in der Jüngerschaft, gib uns alle deinen Geist. Herr, gabst uns das feste Wort, gib uns allen deinen Geist. Du gehst nicht wieder von uns fort, gib uns allen deinen Geist. Bitte informieren Sie sich zeitnah auf unserer Homepage www.elberfeldnord.de, wann die Gottesdienste hier wieder mit Ihnen in der Kirche stattfinden können. Wir hoffen bald. Und wenn Sie ganz bequem von zu Hause eine Kollekte geben möchten, dann ist dies möglich unter ekir.de/Klingelbeutel. Und nun lassen Sie uns zum Schluss noch einmal gemeinsam beten. Barmherziger Gott, die Welt sehnt sich nach deinem Geist. Wir bitten dich um den Geist der Ermutigung hier in unserem Land, in unserer Stadt,
in unseren Familien. Sende ihn dorthin, wo Einsamkeit, Perspektivlosigkeit und Furcht vor der Zukunft sich breit gemacht haben. Wir bitten um den Geist der Erneuerung für deine Kirche und für unsere Gemeinde. Sende ihn dorthin, wo der Blick zurück und das Festhalten am Vergangenen verhindert, dass wir neue Wege gehen und die Flammen der Begeisterung schnell löschen, anstatt uns anstecken zu lassen. Wir bitten um den Geist des Friedens, den in der Welt, besonders der Zeit im Nahen Osten, diesem heiligen Land, aber auch dort, wo wir uns längst an den Unfrieden gewöhnt haben. Sende Heilung, sende Vernunft, sende Versöhnung. Wir beten gemeinsam zu dir mit den Worten deines Sohnes Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie gesegnet in dieses Pfingstfest. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.